Hallöchen, meine Lieben, und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge vom Landwirtschaft Stimm 22 mit mir, den Bartolo, auf der Haut Bellerot experimentell und immer noch ganz aktiv mit der Mais Plus Action. Ja, wir waren ja letztens stehen geblieben, wo wir Hafer an Feld 36 angesät haben. Die Felder sind quasi jetzt fast fertig bestellt und haben auch bald die Möglichkeit, auf Feld 33 dann mit dem Rasenmäher rüber zu schibbern. Naja, drüber zu rasen, wohl eher. Feld 31 bleibt ja jetzt momentan erstmal so gehabt, wie es ist. Mein nächster Punkt ist dann wirklich auch hier mit dem Gras dann auch anzufangen. Dank den lieben Stefan habe ich noch zwei zusätzliche Mods bekommen, die ich mir jetzt offscreen angeschaut habe. Ich habe sie auch in der Liste quasi auch mit drin. Wir hatten ja zum einen eine neue Ballentechnik, das heißt eine neue Ballenpresse mit hinzubekommen, um das gewisse Zeug zu pressen. Und ich habe jetzt gesehen, super, ich habe sie noch gar nicht aktiviert. Ja, ist eine tolle Mod-Vorstellung. Ja, habe ich mal wieder mal voll ins eigene Hemd reingeschnitten. Und ja, also ich füge dann einfach quasi dann später dann das Ganze dann noch hinzu. Wir haben noch dazu zwei zusätzliche... Oh, könnte man aus kurz anders gucken. Bloß wenn sie aktiv sind. Also ich kann CCE, Mais, okay. Das würde dann doch schon gehen. Ja, also wie gesagt, ein Fermentierer war noch dazu und eine Futtermischanlage. Futtermischherstellung. Nicht so wie es momentan bei Feld 34 ist. Kann man gerade da hin. Eieiei, Freunde. Das sollte man es auch mal richtig machen. So. Und natürlich, wie wir es schon kennen, hier haben wir unser CCM oder auch unser Getreideschrott rausgebracht, rausbekommen und hier liegt quasi schon alles drin. Wir haben da jetzt schon 38% ist gegärt. Es dauert noch ein paar Tage. Das ist auch gut so. Ja, um alles weitere dann vorab zu bekommen. Deswegen ist das Video auch gerade so einen kleinen Rückblick. Auch wenn es heute erscheint und wir am Montag keinen Livestream machen konnten. Besser gesagt, auch heute am Dienstag liegt es auch wirklich daran, dass ich privat momentan ein bisschen eingespannt bin. Es geht, sage ich euch ganz ehrlich, es geht darum, in der nächsten Zeit das Thema auch mal präsent zu machen, mit der Zeitung austragen, was ich machen möchte. Ich bin nebenbei wieder das dritte Mal ein Flyer zu erstellen und um einfach ein bisschen mehr in der Region präsent einfach zu sein. Ja, einfach zu sagen, hey Leute, ich bin hier, ich möchte was bieten und ja, deswegen ist es für mich auch einen guten Zweck dabei, mich offen und ehrlich zu präsentieren. Und das ist halt mein Ziel dahinter. Das Ganze, warum ich das Ganze auch bezwecken möchte, weil ich einfach aus eigener Überzeugung dazu sagen kann, mit den Flyern wunderbar beschrieben. Ich habe mich wunderbar eine wunderbare Idee einfach in den Sinn gekriegt. Das Ganze da zu machen, auch wenn Schwerpunkt nur das Transportspiel auf dem Kanal ist. Ja, wie gesagt, wir haben es gut daran. Wir haben es auch länger auch mal besprochen, aber YouTube wieder mit dazu zu nehmen. Ich bedanke mich auch, wie gesagt, herzlich für den tollen Support, den ich in letzter Zeit echt bekommen habe, auch die ganzen Projekte. Auch wenn es mal ein bisschen zu viele Projekte sind, macht es mir dennoch ein bisschen Spaß. Aber zurück zum Wesentlichen.
Vielleicht habt ihr das heute auf Twitter auch mitbekommen. Danke an Casi Pizza für die schöne Panel-Überarbeitung. Und auch wenn es jetzt in die Richtung geht, die ja vielleicht nicht so für mich nicht so gerade in den Vordergrund geht, ist es auch, dass ich wirklich mit Twitch, YouTube und den öffentlichen Netzwerken, wo ich da unterwegs bin, mir meine Zukunft quasi aufbauen möchte. Ist es auch an dem Punkt auch mal zu sagen, der Flyer ist wirklich auch für Leute, die mich kennenlernen möchten, Leute, die mich gerne weiterempfehlen möchten, denen schicke ich quasi, oder wenn sie es teilen möchten, schicke ich denen das quasi gerne zu. Heutige Zeit ist sowieso fast alles online, also habt ihr auch da das Ganze mit hinzu. Also ich hoffe, dass ich bis diese Woche den Flyer zu Ende gestaltet bekomme. Und ich schreibe einfach wirklich das Nötigste drauf. Und so wie der mir quasi gefällt, auch was drin steht, so ist einfach, kurz gesagt, meine Überzeugung. Und deswegen ist es auch etwas so wichtig, dass ich da erstmal deswegen auch den heutigen Stream ausfallen lasse. Hab Verständnis bitte dafür, aber das liegt mir schon öfters auf der Seele und ich hoffe, dass natürlich auch euch das gefällt. Weil ich auch klares Ziel dafür habe, leidenschaftlich dahinter stehe, leidenschaftlicher Streamer bin, leidenschaftlicher Hilfsbereitschaft für andere Menschen bin und das auch in Zukunft weiter anbieten möchte. So bin ich, so bleibe ich und in dem Fall möchte ich auch daran arbeiten, dass die Community wächst und ja, auch ein kleines Review mit unter anderem, wie es dann nämlich auch in Zukunft an diesem Kanal nämlich auch weitergeht. Ich habe mich sehr schwer getan, zu entscheiden, mit Spenden, Sponsoren oder einfach mit einem herzlichen Dank einer Spende für diesen Kanal zu unterstützen, um diesen Kanal zu unterstützen. Ist einfach, es nimmt mich halt ein bisschen, schon emotional halt ein bisschen mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist für mich wirklich ein heikleres Thema. Nicht um irgendwas zu betteln, sondern für was dieser Kanal eigentlich auch steht. Weiterer Punkt ist, eine Website zu betreiben, Website, um auch publik zu werden im Internet, nicht nur unter den sozialen Medien, aber auch dazu. Ich möchte das auch Ganze nochmal auf Twitter und auf Facebook nochmal in einem speziellen Video nochmal aufnehmen. Um einfach dort nochmal ein bisschen speziell in dieses Thema reinzugehen. Und es würde mich freuen, wenn ihr dieses Teilvideo auch, was jetzt rauskommt, teilen würdet. Und Spaß habt mit mir auch in Zukunft diesen Kanal voranzubringen, zu unterstützen. Und wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support in den letzten Wochen. Also ich habe, was ich gesehen habe auf YouTube, das ist die Anzahl der Aufrufe, der Videos, die ihr da angeschaut habt. Sogar noch vergangenen Jahren. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wirklich, vielen, vielen Dank.
Deswegen ist auch heute so ein bisschen das Emotionale drin. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft viel, viel, viel Spaß haben werden. Ja, das so war jetzt mal das Wichtigste. Und morgen werden wir im ACC weitermachen. Das heißt Mittwoch Livestream. Und ich hoffe, dass ich auch heute am Dienstag ein bisschen mehr Power zusammen sammeln konnte, neue Kraft schöpfen konnte, weil es auch in den letzten Tagen am Wochenende, man hat es mir vielleicht nicht angemerkt mit den Streams, aber schon ein bisschen leicht angeschlagen war. Hat private Gründe, aber wie gesagt, ihr wisst ja, privat und Stream, das hängt man ja gern zusammen. Es ist halt so, schon ein bisschen so. Ja. Und jetzt nochmal ein bisschen mit ins LS reinzukommen. Osada, die Karte, die Folgen, die habe ich auch schon geschnitten und sind oben für diese Woche. Auch ein neues Projekt. Vielleicht habt ihr es schon gestern gesehen. Oder heute. Ark Survival. Mit einem Kumpel von mir, den Manu. Den wir noch da. Ich und die Fressen eines Dinos. Am 6.5. ist natürlich auch das weitere Projekt Monza im Assetto Corsa Kompetenz. Deswegen am Mittwoch werden wir uns weiter verbessern, weiter üben auf den Community Server. Er hat natürlich jetzt die Streckenzeiten, die Uhrzeiten, wann der Tag beginnt, von 6 auf 9 Uhr ist nochmal besser. Kann ich nochmal ein bisschen besser machen. Und ja. Ich freue mich natürlich auch auf das Ganze mit dem Landwirtschaftssimulator zusammen mit Pavel Knutzte weiterzumachen. Und ja, freue mich auch gern über euren Feedback unten unter dem Video, was auch die Zukunft mit sich bringt. Deswegen. Bin ich fleißig am Offscreen heute auch ein bisschen was am Arbeiten. Wie gesagt, dass das Ganze für mich so weiter in Richtung Spaß, Hobby Spaß, wie gesagt, weitergeht und wir das Programm zusammen cool gestalten können. Ich freue mich schon auf den 26.04. Das heißt auch schon wieder ein paar in übernächster Woche den neuen Patch auszuprobieren. Wäre ich ja jetzt schon auch so seit 3 Tagen draußen, ETS 2. Und ja, eigentlich war ja heute auch versprochen, den Euro Truck Simulator die Skins weiterzumachen. Bin ich auch schon dabei, während ihr das Video da anschaut. Und deswegen. Hab Verständnis, wenn es mir heute in den letzten Tagen und sind nicht so wirklich gut ging. Aber ja. Gut, genug gesabbelt. Ich werde mich jetzt weiterhin dran machen. Wie gesagt, die Walzen und Striegeln alles. Ich werde dann auch im nächsten Video dann auch das ganze Gras mit ansehen, ernten, abernten ab und das Ganze dann durch zusammen im Video festhalten, was dann meist plus. Was sie weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Habt noch. Und ja, ich hoffe, dass wir uns morgen am Mittwoch sehen. Bis dahin, vielen Dank für eure Unterstützung. Euer Bartolo. Ciao, ciao.